Eins ist ja klar, meine Damen und Herren, nach den Nvidia-Zahlen werde ich bullisch. Wir sehen neue Allzeithochs und die Frage stellt sich, naja, was soll denn jetzt noch schief gehen? Nichts natürlich, wir eilen von Allzeithoch zu Allzeithoch und natürlich gerechtfertigt, denn jetzt gibt es keine Grenze mehr nach oben, nicht einmal der Himmel wird die Grenze sein nach diesen fantastischen Nvidia-Zahlen. Wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen, warum ich so extrem bullisch bin, wie noch nie fast, muss ich sagen. Und Sie kennen mich ja als Bullen, meine Damen und Herren, dementsprechend schauen wir uns die Gemengelage mal an. Da ist noch ein anderer, der hat auch ein lustiges Jackett an wie ich, der Herr in der Mitte. Der sagt, also das, nämlich mit diesen Nvidia-Zahlen, das ist wie Treibstoff in den Tech-Bull-Markt. Der Taylor Swift-Moment für den Tech-Markt, so sagt er. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Zahl oder die wichtigste Veröffentlichung gewesen, die wir in den letzten 5 Jahren von irgendeiner Firma gesehen haben. Also wir sehen, dieser Mann ist bullisch und kann sich deswegen ein extrem geschmackvolles Jackett leisten. Und dann gestern Abend nach den Zahlen Auftritt des Nvidia-Chefs, der Interessantes gesagt hat, nämlich es geht hier um Softwareplattformen von SAP, wie sie alle heißen. Und er sagte, die sitzen alle auf Goldminen. Frankly, also ganz offen gesprochen, alle sitzen auf Goldminen, diese Softwareunternehmen. Warum? Weil dann irgendwie mit KI irgendwas. Und das ist natürlich so, dass in der Börsengeschichte alle immer auf Goldminen gesessen sind, gar keine Frage. Vor allem diejenigen, die die Schaufeln für die Goldsucher verkauft haben, wie eben Nvidia. Also das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, eine Goldrauschstimmung. Anders kann man es nicht sagen. Er sagt dann immer wieder, I'm enthusiastic, also ich bin enthusiastisch. Das zeigt so ein bisschen diese Mentalität, kann man sagen, diese Stimmung derzeit. Und natürlich, die Zahlen unterfüttern das erstmal. Wir sehen heute den größten Gewinn, Marktkapitalisierungsgewinn eines Unternehmens ever, sogar noch deutlich mehr als Meta, jetzt auch erst vor 3 Wochen um und bei. 247 Milliarden Dollar, das entspricht um und bei dem BIP Portugals, Neuseelands, was haben wir da noch in dieser Kategorie, Irak, das ist mal eben hinzugefügt worden, zweimal die Wertigkeit von Goldman Sachs oder Netflix oder andere Unternehmen, SAP um und bei könnte man auch hier nennen. Also das ist natürlich spektakulär, gar keine Frage. Und wir sehen, die Kursziele werden von 15 Analysehäusern nach oben gesetzt, 1.100.000. Hier sehen wir ein Kurszielanhebung von 410 auf 620 Dollar, fast ganz unten, Nummer 14. Also die sind dann ein bisschen spät, also es wird alles nach oben gestuft und wie cool KI sein kann, das haben wir jetzt bei Google erlebt. Die haben nämlich ihre neue Gemini-KI und zwar für die Bildererstellung, die ist gestern online gegangen, heute gleich wieder mal abgeschaltet. Warum? Was war passiert? Die KI hat sich schlichtweg geweigert, weiße Menschen irgendwie darzustellen oder hellhäutige Menschen. Da wurde zum Beispiel gesagt, zeig mir mal eine schwedische Frau und dann sehen wir, wie eine schwedische Frau aussieht, oder zeig mir einen Wikinger. Jetzt wissen wir also, wie die Wikinger ausgesehen haben. All das ist eine Folge natürlich einer Woken-Kultur, die in dieser KI eingeflossen ist. Und es ist kein Zufall, dass hier sozusagen die weißen, die hellhäutigen Menschen nicht gezeigt werden. Man will ja sozusagen Diversität und will die Benachteiligung der bisher Benachteiligten aufheben, indem man faktisch also eine neue Diskriminierung macht. Und das kann aus meiner Sicht nicht der Weg sein. Ich kann nicht sozusagen die Diskriminierung stoppen, indem ich andere dann latent diskriminiere, die bösen alten weißen Männer etc. Wir kennen diese Dinge. Also hier wird im Grunde ein neuer Rassismus fast schon zelebriert, kann man sagen. Und das ist eben kein Zufall, weil diese Woke-Kultur in die KI eingeflossen ist, zeigt auch sozusagen, wie KI dann letztendlich funktioniert. Aber Schwamm drüber, kommen wir mal zu diesen bullischen Dingen. Wir sehen die sogenannte Equity Risk Premium, also das, was ich bekomme, wenn ich das Risiko in Anführungszeichen eingehe, Aktien zu kaufen im Vergleich zu den ja vergleichsweise sicheren
Treasuries, also hier zum Beispiel eine dreimonatige Staatsanleihe, und dass die ausfällt, ist jetzt eher unwahrscheinlich. Wir haben gestern gesehen bei der Anleiheauktion einer 20-jährigen US-Staatsanleihe, also mit Laufzeit 20 Jahre, dass die Investoren da sehr zurückhaltend waren. Die meiden lange Laufzeiten, aber so kurze Dinge, die gehen schon. Heute werden Tipps, langlaufende Tipps um 19 Uhr, wenn Sie das Video sehen, wird das schon passiert sein, veräußert, also inflationsgeschützte Anleihen. Also wir sehen, wir sind jetzt hier so niedrig wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr. Also die Entschädigung dafür, dass ich das Risiko eingehe, Aktien zu haben, ist so gering wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr. Und das in der Situation, wo sich die Aktienmärkte eben weitgehend komplett von den Anleihemärkten entkoppeln, bedeutet, die Renditen gehen ja tendenziell wieder nach oben. Das heißt, Geld wird teurer. Gleichzeitig sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed absehbar die Zinsen senken wird. Wie kann sie das auch, wenn die Märkte so euphorisch sind? Die Dinge erzeugen wieder neue Nachfrage, die Leute werden auf dem Papier alle reicher. Und hier sagt der JP Morgan, also Nvidia könnte der Katalysator dafür sein, dass die Investoren noch bullischer für US-Aktien werden und wir eine noch größere Entkopplung zwischen Aktien und den Anleiherenditen sehen. Das ist sozusagen, das verdrängt so diese Thematik, dass normalerweise ja, wenn Liquidität teurer wird, die Dinge nicht so ganz optimal sind für die Aktienmärkte. Aber wenn wir uns mal das gestrige Geschehen anschauen, vor den Nvidia-Zahlen, da hatten wir einen Bullish Percentage Index, also wie viel Aktien steigen, wie viel fallen letztendlich oder handeln über gleitenden Durchschnitten, der auf 26 gefallen war. Das heißt, der breite Markt war, wie Sven Hendrik hier zeigt, absolut überverkauft. Und dann kamen die Zahlen von Nvidia. Nvidia ging zunächst mal runter, die US-Indizes auch, aber dann eben diese Drehung massiv nach oben. Wir sehen hier der S&P 500 mit einem neuen Allzeithoch, hat diesen Aufwärtstrendkanal verteidigt, ist dann mit diesem massiven Gap nach oben auf ein neues Allzeithoch gestiegen, das übrigens der Nasdaq 100 erstaunlicherweise noch nicht erreicht hat. Hier sehen wir, da sind wir zwar über diese Abwärtstrendlinie jetzt so knapp drüber erstmal, aber wir haben eben das Allzeithoch, das wir hier im oder so erste Hälfte Februar gesehen hatten, über der 18.000er Marke noch nicht erreicht, und das, obwohl eben ein Tech-Unternehmen ja den Markt zieht. Nvidia alleine ist für ein Drittel des Anstiegs im S&P 500 heute verantwortlich. Die 10 größten Aktien für 2/3 des Anstieges. Und so sehen wir, dass nach wie vor ja der Breadth, also die Marktbreite, nicht besonders gut ist. Wir sehen, dass vor allem die Positionierung der Investoren, die Long-Positionierung ist, wie Nomura hier sagt, in der obersten Perzentile, also praktisch bei 100%. Aber es geht ja immer mehr als 100%, meine Damen und Herren. Nvidia und Meta alleine haben 70% des Anstieges des Nasdaqs seit Jahresbeginn erreicht. Also zwei Aktien. Gemeint ist hier nicht der Nasdaq 100, sondern eben der Nasdaq Composite, und da sind ja viele 100 Aktien drin. Wie ist die Stimmung der Investoren? Die US-Privatinvestoren sind wieder bullischer geworden. Jetzt 44,3% bei 26% Bären. Die Vermögensverwalter haben offenkundig in dieser Korrektur, die wir gerade bei Tech-Werten gesehen haben, Apple, Tesla und so weiter, offenkundig Positionen wieder abgebaut. Positionierung ist jetzt gefallen von 95% auf 94%. Die mussten dann wahrscheinlich wieder mit und mussten natürlich einsteigen. Hier nochmal heute Wirtschaftsdaten, dünn gesät, aber wichtig, die Einkaufsmanager-Indizes. Und da sehen wir, dass das Gewerbe sich wieder sehr deutlich erholt. Wir haben jetzt den besten Wert, was Industrie also betrifft, Manufacturing betrifft, seit 2022 mit einem Stand von 51,5, und auch in den USA war ja Industrie meistens schrumpfend oder viele, viele Monate schrumpfend, während der Dienstleistung hier nicht so gut performt hat, aber eben auch wieder wächst. Zwischenzeitlich war auch der Dienstleistungssektor im Einkaufsmanager-Index geschrumpft. Und jetzt eben die Frage, naja, was passiert eigentlich mit den Zinsen? Eine Frage, die so ein bisschen im Hintergrund ist. Hier sehen wir mal die Erwartungen, die Calls der verschiedenen Banken und Analysehäuser. Im Grunde fast keiner mehr im Mai, bis auf
Zwei, unter anderem Goldman Sachs, erwarten, dass also die Zinsen im Mai schon sinken. Die anderen sagen, naja, ein paar andere auch noch, aber Tenor ist eher so Juni inzwischen. Das wird auch wieder gespiegelt in den Fed Fund Futures. Wir sehen Zinssenkungen zwischen 75 Basispunkten, also 0,75%, und sogar 250 Basispunkten von der UBS. Die erwartet da offenkundig einiges Schlimmes. Aber die Minutes gestern, also das Protokoll der Fed, hat gestern gezeigt, dass nur zwei Fed-Mitglieder gesagt haben, also vielleicht ist das ein Risiko, zu lange die Zinsen so weit oben zu lassen. Und die Fed ist in einer seltsamen Situation. Sie wird gezwungen sein, wahrscheinlich ab März die Bilanzreduzierung zu reduzieren, also den Bilanzabbau zu reduzieren. Und der Grund ist schlichtweg der, dass dieses BTFP ausläuft, also das Bank Term Funding Program, aber noch wichtiger, diese Reverse Repo Volumina gegen Null tendieren. Das ist Liquidität, die Fed bereitgestellt hat, um praktisch Anlegern, Investoren die Möglichkeit zu geben, vor allem Anleihen zu kaufen. Und die Amerikaner machen ja viele Schulden, emittieren viele Anleihen. Also brauchen Sie da Nachfrage. Und hier sehen wir mal, das ist schon ein echtes Thema. Wir sind jetzt dabei, dass eben die Zinszahlungen den ganzen Verteidigungsbereich überholen. Das Ganze wird dann, Stand jetzt, bis 2030 etwa bei 1,7 Billionen Dollar pro Jahr liegen, übertroffen nur von Medicare und Social Security, also praktisch von Gesundheit und den ganzen Ausgaben für Polizei und so weiter und so fort. Ein richtiger Posten. Kommen wir nach Europa, meine Damen und Herren. Hier ein großartiger Text heute der EZB über Bitcoin. Ein nackter Kaiser mit neuen Kleidern. Fairer Wert von Bitcoin immer noch null. Also ich bin bekanntermaßen ja jetzt nicht der Riesen-Bitcoin-Freund, aber meine Sympathie gilt dezentralen Geldsystemen, was Bitcoin ja ist. Und vor allem, Bitcoin ist natürlich ein Misstrauensvotum auch gegen solche Notenbanken wie die EZB. Das ist also schon ziemlich heftig, was die EZB da heute losgelassen hat. Da haben wir einen langen Artikel darüber heute veröffentlicht mit Zitaten aus den Aussagen der EZB. Was mich stört an Bitcoin ist, dass es eben auch so ein Hype-Asset ist, wo die so viele davon überzeugt sind, das ist die Lösung aller Probleme. Und das glaube ich halt nicht. Das ist der Unterschied. Ansonsten, wie gesagt, dezentrale Geldsysteme finde ich grundsätzlich sympathisch. Kommen wir nach Germany, nach Deutschland. Hier sehen wir, zunächst mal, der kranke Mann Europas ist durch Daten bestätigt worden. Hier sehen wir mal die Differenz bei den Einkaufsmanager-Indizes zwischen Deutschland und Frankreich. Frankreich erholt sich wieder, hat auch noch seine Probleme, aber Deutschland, hier sehen wir vor allem wieder der Gewerbesektor auf 42,3 gefallen, nachdem wir im Vormonat noch 45,5 waren. Alles unter 50 ist Schrumpfung, das heißt auch der Dienstleistungssektor, der etwas stärker war als im Vormonat, aber immer noch schrumpft mit 48,2. Und vor allem, was S&P Global, die Daten erheben, heute gesagt hat, dass sich der Kostenauftrieb auf ein 10-Monats-Hoch gesteigert hat. Das heißt, wir haben faktisch eine schrumpfende Wirtschaft, also eine Rezession, und zwar seit 8 Monaten. Und gleichzeitig haben wir eine weiter steigende Inflation. Das nennt man Stagflation, was wir derzeit hier sehen. Das aber lässt natürlich den DAX unberührt. Der wegen den Nvidia-Zahlen, der hat ja sehr viel mit Nvidia zu tun, wie wir wissen, praktisch jetzt sogar über den Aufwärtstrendkanal rausgebrochen ist. Wir haben also, wie Sven Hendrik hier sagt, mit der bullischsten Rezession aller Zeiten zu tun. Wir haben ja auch gesehen den Nikkei, der jetzt praktisch sein Blasenhoch aus den 90er Jahren überwunden hat, und Japan ist auch in einer Rezession. Also was passiert erst, wenn die Wirtschaft gut läuft? Klar, DAX-Unternehmen machen nur etwa 30% ihrer Umsätze in Deutschland, aber wir haben nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern wie Daniel Stelter hier auch zeigt, eben in der gesamten EU. Wir haben eben falsche Prioritäten, unglaublich viel Regulierung, alles wird vorgegeben, und so sehen wir, dass die Differenz zwischen dem BIP pro Kopf, also pro Einwohner, zwischen Europa und den USA immer größer wird. Bei den Amerikanern geht es nach oben, bei den Europäern geht es nach unten. Natürlich ist viel bei der US-Wirtschaft durch fiskalischen Stimulus der beiden Regierungen verursacht, gar keine Frage. Aber bei uns gab es ja auch ein Stück weit Stimulus, nur nicht ganz so krass, aber das erklärt die ganze Geschichte nicht. Jedenfalls sehen wir schon Spuren. Hier ein Artikel von Andreas Niederwieser, den ich super fand. Der hat sich mal angeschaut, Pfandleihe-Aktien zum Beispiel.
Beispiel. In den USA gibt es da einen Wert mit absolutem Allzeithoch. Die Nachfrage ist riesig. Warum? Weil die Leute gezwungen sind, teilweise Kunstgegenstände oder Wertgegenstände zu verkaufen. Und das Interessante, was der Andreas hier herausgefunden hat, ist, dass zum Beispiel Kunsthändler sagen, dass viele Wohlhabende, die so langsam immer weniger wohlhabend werden, jetzt ihre Kunstgegenstände verkaufen. Die werden dann wiederum von Chinesen gekauft. Die wiederum lassen das in Dubai oder in der Schweiz einlagern, so als eine Art Versicherung gegen die Übergriffe des chinesischen Regimes. Also das fand ich absolut hochinteressant. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Nvidia im totalen Rausch, die Aktie für den Big Short. Wer starke Nerven und tiefe Taschen hat, kann das versuchen. Ist natürlich hochgradig riskant, aber es ist mal eine Leseempfehlung wert, denke ich, mit verschiedenen Charts, mit den ganzen Hintergründen dazu. Erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist nochmal der kranke Mann Europas, der jetzt, nämlich wir, die Deutschen, der durch die Daten bestätigt ist mit diesen neuen Hiobsbotschaften, die wir täglich fast schon bekommen aus der deutschen Wirtschaft. Und dann zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, der Finanztalk-Webinar. Also nächsten Dienstag, das ist der 27.02. 19 Uhr. Dabei ist Jens Czernowski von XTB und Marc Friedrich. Viele werden ihn kennen, manche finden ihn super, andere finden ihn nicht gut, aber das wird spannend, das wird auch kontrovers. Da werde ich Spaß haben, ich hoffe Sie auch. Ich glaube 500 Anmeldungen sind möglich aufgrund der Übertragungssoftware. Also wer da dabei sein will, der hat die Chance und sollte sich vielleicht nicht allzu viel Zeit lassen, falls das von Interesse ist. Also diese drei Empfehlungen, ich sage jetzt Servus und werde immer bullischer, meine Damen und Herren. Ciao.